das, was die Grünen dann für eben diesen Mittelstand auch darstellen, ja so eine Art grünes Gewissen des Kapitalismus eigentlich sind. Die Grünen bieten also eine Form von krassem Klimaschutz von oben an. Es ist die Frage, ob sie das so umsetzen werden, wenn sie an der Macht sind. Das steht nochmal auf einem völlig anderen Blatt. Im Endeffekt ist es einfach kapitalistische Barbarei, nur halt CO2-neutral. Wir müssen eine Alternative anbieten. Wir können nicht einfach nur sagen, okay, der Kapitalismus ist doof. Ja. Wir können nicht einfach nur sagen, ah, die Grünen werden es nicht richten, sondern wir müssen doch eine Alternative den Menschen anbieten. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 34. Folge sprechen wir über die Grünen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge zu Wahlen ein bisschen angeteasert, dass wir auch was Eigenes dazu machen wollen, weil wir denken, dass die Grünen viele Sachen in Bezug auf Parlamentarismus zusammenfassen, die wir recht kritisch sehen. Wir werden zuerst einen kleinen Überblick über die Geschichte geben. Diesmal macht das sogar der Marian zur Abwechslung mal. Kann ich auch mal so geschichtsprofessormäßig daherreden, so wie du. Ja, dann werden wir darüber sprechen, wie soziale Bewegungen von der Straße in die Parlamente kommen. Schließlich werden wir auch noch ein bisschen expliziter über die Grünen sprechen und uns so ein bisschen angucken, was macht denn jetzt eigentlich grüne Politik als Programm, sowohl in Deutschland als auch international in dieser grünen Bewegung aus. Dann werden wir noch so ein bisschen über den Unterschied zwischen grünem Kapitalismus und grünem Sozialismus sprechen. Und zum Ende werden wir auch mit einem Blick natürlich auch auf die jetzigen sozialen Bewegungen so ein bisschen schauen, wie schleicht sich dieser Reformismus in soziale Bewegungen ein und auch was können wir dagegen tun. Das Ganze haben wir natürlich jetzt auch nicht einfach nur so gemacht, sondern wir fanden es halt spannend, uns das jetzt auch aus der Perspektive anzuschauen, dass wir jetzt am 26.09. die Bundestagswahl haben. Gerade jetzt mit der Klimabewegung haben wir eigentlich wieder ähnliche Muster erkannt, wie auch schon vorher, wo soziale Bewegungen sich ab einem bestimmten Punkt in ihrem eigenen Aktivismus, in ihrer eigenen Situation auch dafür einspannen lassen, den Heil im Parlamentarismus, den Heil darin zu finden, dass die Regierung ihre Probleme lösen. Deswegen finden wir uns auch wichtig, mit den Grünen halt wahrscheinlich eins der großen Beispiele in der deutschen Geschichte uns anzuschauen, in der eine soziale Bewegung dann später zu einer reformistischen und staatstragenden Partei wurde. Aber um das wirklich zu verstehen, ist es, glaube ich, auch wichtig, sich die Geschichte der Grünen zuallererst anzugucken. Wie haben sie begonnen? Wie sind sie dann in die Parlamente gegangen? Und was hat das dann auch für ihre eigenen politischen Ziele bedeutet? Genau, die Grünen sind, wie ja auch schon ein bisschen angeteasert, entstanden aus Zusammenschlüssen verschiedener sozialer und politischer Bewegungen der 1970er Jahre. Wesentlich aus der Ökologiebewegung, aus der Anti-Atom-Bewegung, der Frauenbewegung und der Friedensbewegung. Also da kann man sich wirklich so vorstellen, dass da alles dabei war von K-Gruppen, also kommunistischen Gruppen, autoritär-sozialistischen Gruppen bis Konservative, war da alles letztendlich dabei, was also diese gesamten Bewegungen zu der Zeit geboten haben. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das, was man als außerparlamentarische Opposition bezeichnet hat, APO. Also alles, was auf der Straße passiert ist, hat sich dann da gefunden. Ja, und diese Bewegungen waren jetzt zum damaligen Zeitpunkt doch noch erheblich stärker, als das heutzutage war. Man kann ja auch so ein bisschen sagen, dass in den 70ern war also die große Welle der Studentenbewegung und der sozialen Bewegung gerade durch oder auf einem gewissen Höhepunkt und man hat auch vielleicht gewisse Sachen nicht durchbringen können, wie das dann also immer so ist. Und dann ging eben der Weg eher Richtung Partei, eher Parlamente. Man hat halt eben nach anderen Wegen gesucht, wie man seine Forderungen durchbekommt, weil es teilweise dann eben nicht funktioniert hat, das von der Straße aus zu machen. Teilweise natürlich schon, aber nicht generell. Und es begann dann eben, dass man erstmal mit verschiedenen kleinen Wahllisten in verschiedenen Bundesländern auftrat. Also es war jetzt nicht so, dass direkt irgendwie diese große Partei gegründet wurde, sondern es war so ganz graswurzelmäßig, kommunal, politisch. Der einzig wirklich größere Erfolg, wo es geschafft wurde, über die 5%-Hürde zu kommen, das war dann 79 in Bremen. Sonst sind alle diese Versuche an der 5%-Hürde gescheitert. Weiter geht es dann mit der eigentlichen Gründung
der Grünen, weil es gab dann infolge von diesen kleinen Wahllisten, haben sich dann verschiedene Landesverbände gegründet. Am 13. Januar 1980 wurde dann in Karlsruhe die Bundespartei infolge dieser Entwicklung gegründet. Und witzigerweise war das Selbstverständnis zu dem Zeitpunkt die Antiparteienpartei. Also wirklich ein dezidiertes, okay, wir sind eigentlich gegen dieses parlamentarische System, gegen die anderen sonstigen Parteien, war von Anfang an das Selbstverständnis der Grünen. Sie kamen ja auch aus der antiparlamentarischen Bewegung, hatten deshalb eine sehr große Skepsis und eine sehr große Kritik daran. Es gab auch von Anfang an eine Auseinandersetzung zwischen also diesen genannten K-Gruppen auf der einen Seite bis sogar nationalistischen, ökofaschistischen Gruppen wie der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher. Das kann man vor allen Dingen von daher gut verstehen, weil natürlich soziale Bewegungen immer ein sehr breites Feld abbilden der Gesellschaft. Die ökologischen Bewegungen, speziell zu der Zeit, waren ja auch eine Massenbewegung der damaligen Zeit, die alle Teile der Gesellschaft umfasst hat. Und dementsprechend waren natürlich auch rechte Kreise dort vertreten. Witzigerweise hatte sich dann diese Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher zu Gunsten dann der Grünen aufgelöst. Also eine generelle Sache, dass die Grünen darüber auch gewachsen sind, dass diese ganzen verschiedenen Kleinstorganisationen, Kleinsozialen Bewegungen, Parteigrüppchen sich immer wieder dann sozusagen vereinigt haben in den großen Parteiapparat. Aber sind denn die nationalistischen Kräfte dann auch in den Grünen aufgegangen? Ja, sind sie. Oder sind sie genau. Dann, haben die sich dann einfach aufgelöst? Ah, nein, okay. Die sind am Anfang darin aufgegangen und haben also einen tatsächlich so einen rechten Flügel dann letztendlich in den frühen Grünen gebildet. Und die verließen dann wiederum auch 81, also relativ kurze Zeit später, verließ dann dieser rechte Flügel die Grünen und gründete die Ökologische Demokratische Partei, ÖDP, die es ja auch heute noch gibt. Und Mitte der 80er Jahre verschwand dann der ökofaschistische Einfluss also komplett eigentlich aus den Grünen. Also heutzutage ist das ja überhaupt keine, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die letzten wirklichen Einflüsse bis Mitte der 80er Jahre verschwanden eben. Und das führte auch zu einer aktiven Stärkung der K-Gruppen letztendlich. Und auch wie wir gleich sehen werden, dann eben den Fundis im Gegensatz zu den Realos. Und dann kam es eben noch zu einer Phase der Etablierung der Grünen. Also 1983 zogen die Grünen dann mit 5,3% und 27 Abgeordneten in den Bundestag schon ein. Also ein ziemlich rasanter Erfolg, wenn man das heute auch mit vielen Kleinstparteien vergleicht. Und ab da an eskalierte dann auch dieser Streit zwischen den Fundis und den Realos. Also es bezeichnet, Fundis und Realos ist tatsächlich so ein stehender Begriff in den Grünen. Das bezeichnet also, die Fundis sind halt die, die wirklich, sag ich mal, einen, ja, eine sehr starke Kritik eigentlich an dem am Parlamentarismus haben, die wirklich auf ökosozialistischen Kurs halt hatten und die also einen grundsätzlichen Wandel in der Gesellschaft, auch einen antikapitalistischen Standpunkt hatten und so weiter. Und die Realos waren halt oftmals natürlich trotzdem Linke, aber eher so sozialdemokratisch gesinnt, wollten halt eben über das System die Veränderung erzeugen. Und diese Frage der Spaltung und des Streites, der beschäftigt sich eben vor allen Dingen mit dem System BRD und der Frage der Regierungsbeteiligung, die dann später noch sehr relevant werden sollte. Es kam dann 1985 zu der ersten Koalition mit der SPD in Hessen. Natürlich Fischer war da am Start, der auch dann im Verlauf der Geschichte noch eine sehr große Rolle für die Grünen spielen wird. Wie für alle Parteien war dann natürlich die Wende ein sehr, sehr großer Bruch. 87 hatten sie es noch geschafft, ihre Werte etwas zu verbessern bei der Wahl, aber dann 90 sind sie an der 5%-Hürde gescheitert. Und das finde ich sehr spannend. Das stand da sogar zur Debatte, ob die Grünen in der Form überhaupt dann noch existieren können, weil es so eine rapide Niederlage gab und sich das Ganze so aufgespalten hatte und so sehr es einen Frontenkrieg gab. Und die beiden Hauptgründe eigentlich, warum die Grünen dann an dieser Stelle so gescheitert sind, in dieser so zentralen Phase von gesellschaftlicher Fortentwicklung von Deutschland, waren auf der einen Seite, die Grünen haben das Ganze, also die Grünen sind auf der einen Seite nicht mit einer anderen Partei im Osten fusioniert, so wie es viele andere Parteien gehabt haben. Es gab dann tatsächlich ein Bündnis 90 Grüne BürgerInnenbewegungen, hieß das. Die sind aber nicht verschmolzen mit den Grünen. Warum auch immer. Also das habe ich jetzt nicht auf die Schnelle herausfinden können, warum das nicht der Fall war. Die haben halt eben nebeneinander existiert, nebeneinander sind die angetreten zu der Wahl und hatten dann halt beide auch gar nicht so schlechte Ergebnisse. Wenn die zusammen fusioniert hätten, dann wäre das auch gelungen. Witzigerweise sind die dann tatsächlich am Tag nach der Bundestagswahl sind die fusioniert. Ja, aber man kennt das ja heute noch, wenn man irgendwie die Grünen sucht, dann steht ja auch da eigentlich immer Bündnis 90 die Grünen. Genau.
direkt nach der Bundestagswahl kassiert. Da sieht man natürlich auch, dass das natürlich zu dem Zeitpunkt noch alles andere als eine professionelle Partei war und dass da ziemlich drunter und drüber ging. Und das andere war auch vielleicht noch entscheidender, dass die Grünen auch die Einheit in dem Sinne nicht wirklich auf dem Schirm hatten und auch die nicht gewollt haben. Also man stand dem sehr, sehr skeptisch gegenüber der Einheit Deutschlands. Es gab ja auch einen großen Einfluss von K-Gruppen, die auch nicht wollten, dass die DDR nicht existiert oder unter anderen Bedingungen eben als gesamtsozialistisches Deutschland. Der Slogan dieser Wahl war dann: Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Was ich besonders witzig fand. Das ist schon nicht los. So die Frage, wie gut das natürlich in der breiten Bevölkerung ist. Nee, das kam überhaupt nicht gut an zu dem Zeitpunkt. Das kam überhaupt nicht gut an und das wurde dann ja auch entsprechend quittiert. Es gab dann auch diese große Demonstration nach der Wende Nie wieder Deutschland, wo er auch bis heute dann bestimmte grünen Politiker, die jetzt heute total in das System aufgegangen sind, dann immer von der AfD noch vorgehalten bekommen, dass sie den unter diesen Müde- und Mythos leiden da. Ja. Genau. Man muss sich das also so vorstellen, die Grünen waren ja eine wirklich basisdemokratische Partei. In ihrem Beginn wirklich einen ganz starken Fokus darauf hatte, die unterschiedlichsten Mechanismen einzuführen, wie man also nicht zu so einer großen, bösen, einfach dem System eingeordneten Partei wird, die dann nicht mehr den Interessen der Mitglieder und der WählerInnen entspricht. Also da wurde sich extrem viele Gedanken gemacht und es gab auch also sicherlich die bestmöglichen Voraussetzungen dafür, dass das hätte gelingen können, wenn man jetzt das ernsthaft angeht, in vieler Hinsicht. Und es gab also ganz diverse basisdemokratische Strukturen und Regularien und die wurden also in dieser Zeit der Etablierung dann, dass man eben also auch schon die erste Koalition dann hatte und dass man dann also eine gesamtdeutsche Partei wurde, wurden die also nach und nach dann abgebaut. Das waren also so Geschichten wie das Rotationsprinzip, ein imperatives Mandat und eine generelle Öffentlichkeit aller Partei- und Bundestagsfraktionssitzungen. Das wurde abgebaut nicht nur aus einer eigenen Dynamik heraus, sondern auch teilweise war es so, dass sie einfach nicht dem geltenden Gesetz entsprochen haben. Die Sachen, die da sich überlegt wurden, das einfach nicht möglich war von der Gesetzgebung, von der BRD her. Aber es gab auch viele Sachen, die einfach so aufgelöst wurden, weil zum Beispiel im Rotationsprinzip fand ich es ganz spannend. Da war es eben so, dass es wirklich so festgelegt war zuerst, dass noch während einer Amtsperiode rotiert werden sollte. Also dass halt nur 2 Jahre man ein Amt bekleidet und dann rückten andere nach. Später wurde das dann auf 4 Jahre erweitert und da war es halt eben sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen wurde. Es gab sogar dann einzelne Abgeordnete von den Grünen, die einfach darauf geschissen haben, die einfach gesagt haben, nö, ich mach das jetzt halt weiter, obwohl das die Partei halt anders gesagt hat. Und andere haben das dann gemacht. Und da löst sich das also mit der Zeit halt auf, weil klar, natürlich kann man sich auch vorstellen, dass eine generelle Öffentlichkeit aller Parteisitzungen und so weiter auch nicht funktional ist auf die Dauer für eine professionell werdende Partei. Das muss dann ja abgeschafft werden, damit man überhaupt das politische Geschehen wirklich aus so einer Parteisicht umsetzen kann. Das bringt uns auch so ein bisschen zu der letzten Phase, bevor die heutigen Grünen jetzt in ihrer aktuellen Funktion entstanden sind, und zwar dann dieser Umstrukturierung und der ersten Regierungsbeteiligung. Diese Phase wird eben markiert auch durch das Verlassen der Fundis, der Ökosozialisten, die ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch die stärkere Kraft waren in der Partei und die auch die meisten Posten bekleideten. Und die verließen also die Partei und gründeten zum Teil dann Ökolinks, was ja eine sehr, sehr kleine ökologische Partei ist, um Jutta Ditfurth und so herum, sagt euch vielleicht was der Name. Und die auch bis heute noch auf grob diesem Kurs, wie sie damals waren, also festhalten. Dann war natürlich der Weg frei. Also die ganzen basisdemokratischen Regularien, die meisten waren also abgeschafft. Die ganzen komischen Utopisten haben die Partei verlassen. Und übrig geblieben sind also nur noch die Realos. Und dann kam es eben auch dann 98 zu der rot-grünen Koalition mit Fischer als Außenminister und Vizekanzler mit der SPD zusammen. Was ist also Fazit der 8 Jahre Regierungsbeteiligung von SPD und Grünen? Also speziell, was haben die Grünen eigentlich umsetzen können von ihrer Forderung, von dem, worauf wir dann letztendlich vieles auch hinausgelaufen ist, wenn man halt so eine Partei aufbaut, dass man dann eben es geschafft hat, an die Macht zu kommen. Die SPD ja auch eine soziale Partei ist, in Anführungsstrichen eine eigentliche Arbeiterpartei ist. Und dann ist doch jetzt eigentlich alles super, oder? Jetzt hat man halt zwei wirklich, eine Arbeiterpartei an der Macht und eine Partei, die aus den sozialen Bewegungen entstanden ist. Da waren jetzt nur noch gute Leute an der Macht, und was ist denn das Fazit von dieser Phase? Und diese 8 Jahre Regierungsbeteiligung haben eigentlich relativ wenig, nur ein paar kleine positive Reformen hervorgebracht, die man als positiv nennen kann, wobei auch bei denen man genauer hingucken muss, weil es gab dann zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel heraus, es gab dann zum Beispiel eine Erleichterung von Einbürgerung, dass also
Okay. Genau, ist okay, aber ich habe mir auch gedacht, okay, es ist aber auch gleichzeitig einfach nur aus einer Kapitalinteressensicht halt auch sehr relevant, dass es einfacher ist, um besser... Ja, aber da müssen ja noch größere Sachen passiert sein. Genau, sind natürlich noch größere Sachen passiert. Was man noch als Positivbeispiel nennen kann, dass nicht mit in den Irakkrieg gezogen wurde, was ja ein realistisches Szenario gewesen wurde, aber dafür wurden natürlich zwei andere Kriege mitgeführt. Aber die muss man ja noch unter positiv verbuchen, weil ich meine, das wurde ja ein Auschwitz im Kosovo verhindert. Genau, das war ja diese schöne, wo dann Joschka Fischer sagte, okay, wir müssen in den Kosovo-Krieg ziehen, weil das ist im Prinzip ein zweites Auschwitz und um das zu verhindern, müssen wir uns jetzt wieder militarisieren, muss Deutschland wieder seinen Platz auf der großen Weltbühne als demokratische Eingreiftruppe einnehmen und aus dieser Perspektive entstand dann also der Kosovo-Krieg und der Krieg in Afghanistan, den Deutschland auch mitgeführt hat. Nicht nur das, es gab dann auch keinen wirklichen Ausstieg aus der Atomenergie, was ja das zentrale Thema der Grünen in der ganzen Zeit davor war. Es gab zwar ein halbgares Abkommen, was dann irgendwie einen Atomausstieg in 2020 oder irgendwas setzte. Also da wären wir jetzt heutzutage dann grob noch dabei. Ich meine, da hat ja dann immerhin die CDU die Fundi-Rolle übernommen jetzt. Genau, vor ein paar Jahren. Richtig. Und wichtig ist natürlich auch die Agenda 2010, also den größten Einschnitt in das Sozialsystem Deutschlands, größte Prekarisierungswelle in der Geschichte Deutschlands nach dem Aufbau des Sozialstaates. Also die Grünen und die SPD und eben gerade nicht die CDU oder irgendwelche anderen Parteien beschlossen. Wenn man sich dann anguckt, ich habe wirklich einfach nichts gefunden an großartigen Errungenschaften, die da gelaufen sind in der Zeit und nur halt diese riesigen Punkte von wirklich dem absoluten Gegenteil von dem, was die halt versprochen haben, ihren WählerInnen, was die also als Politik über Jahre auch ernsthaft vor sich hergetragen haben und was sie ernsthaft für Kämpfe geführt haben, haben das alles ins absolute Gegenteil verkehrt. Und das muss man also dann, wenn man das abschließend betrachten will von den Grünen, wie sie jetzt heute existieren, dann muss man eben sehen, die Regierungsbeteiligung, die Beteiligung an der Herrschaft, die haben letztendlich die Grünen zu dem geformt, was sie heute sind. Und zwar in einem schleichenden Prozess, nicht über Nacht, sondern über ja einen jahrzehntelangen Prozess letztendlich. Wenn man jetzt am Anfang von den Grünen hingekommen wäre, in den 70ern, hätte gesagt, komm, wir machen jetzt eine Regierung mit der SPD und dann passiert das und das. Da hätte man mal sehen müssen, was da passiert. Aber in diesem schönen Scheibchenprozess, nach und nach wurden diese Sachen umgekehrt und jetzt sind die Grünen einfach das, was sie sind und darüber sprechen wir dann ja auch jetzt. Ja, ich denke, was man ganz gut auch an dem Ganzen sehen kann, ist halt dieses klassische Phänomen von, was alles in einer sozialen Bewegung eigentlich schieflaufen muss, damit halt dieser Weg zum Parlamentarismus gegangen wird. Zum einen denke ich, liegt es in der Sache von sozialen Bewegungen, dass sie halt auch in Wellen passieren, dass sie irgendwann ihren Höhepunkt erreichen und ab da dann abebben. Aber ich glaube nicht, dass es ein rein natürlicher soziologischer Prozess ist, dass das irgendwie eine Zwangsläufigkeit ist, sondern dass das auch tatsächliche Sachen sind, die wir im Endeffekt daran verändern können oder die wir auch betrachten können, die dort schieflaufen. Und ich denke, bei diesen ganzen verschiedenen sozialen Bewegungen, die in den Grünen dann aufgegangen sind, können wir auf jeden Fall einen wichtigen Punkt wahrnehmen und das ist das Fehlen von dauerhaften außerparlamentarischen Organisationen, die diese Kraft auf der Straße auffangen können und auch in Zeiten, in denen eben nicht diese Ziele erreicht werden können, auch diese Reformziele erreicht und erkämpft werden können, das dann alles auffangen und zu einer Beständigkeit dieser sozialen Bewegung führen. Weil ansonsten verpufft dieses Potenzial nämlich. Wenn dieses Potenzial dann verpufft, hat es natürlich noch die Möglichkeit, den parlamentarischen Weg zu gehen. Ich denke, es ist ganz natürlich, dass wenn diese Ziele nicht erreicht werden und sich dann die Leute dorthin stellen, die eine Parteigründung propagieren, dann auch recht viel Zuspruch generieren können. Weil es ist ja eigentlich extrem tief in der nationalen Psyche von einem Großteil der Länder dieser Welt verankert. Und gerade mit der zunehmenden Demokratisierung in vielen Ländern und dem Darstellen von Demokratie als eigentlich der höchsten Form des Zusammenlebens von menschlichen Wesen überhaupt, macht es natürlich auch Sinn, dass viele Leute zu der Wahrnehmung kommen, dass dort, wo Politik gemacht wird, eben in den Parlamenten ist, egal ob jetzt national, international oder supranational, wie das im heutigen EU-Nationalismus der Grünen ist. Dahingehend macht es auch eigentlich nur Sinn, dass eine soziale Bewegung eben in so einer Partei aufgehen kann.
Ja, und wie funktioniert es also, dass Joschka Fischer, der zuerst Steine wirft, jetzt im Aufsichtsrat von irgendwelchen Weltkonzernen sitzt? Da kann man auch ganz gut, denke ich, das Beispiel Syriza noch mal heranziehen, was ja in Griechenland ebenso eine linke Partei ist, die auch aus den sozialen Bewegungen, aus den Nachbarschaftsverbänden, aus den Generalstreiks und so weiter heraus entstanden ist. Nur eben unter anderen Bedingungen und eben vielleicht weniger mit eben der ökologischen Frage im Vordergrund, sondern eher mit der sozialen Frage im Vordergrund. In Griechenland, würde ich sagen, gab es also eine sehr, sehr breite Welle von Kämpfen, die extrem groß war und größere Teil der Bevölkerung erfasst hat, die auch kombiniert war mit Massenmilitanz, mit Streikbewegungen, mit allen möglichen Formen der Selbstorganisation. In einer Situation, wo der Spielraum für Reformen extrem gering war und bis heute natürlich auch ist. Das Land ist aber eben von dieser Austeritätspolitik betroffen, hat eben diesen Schuldenberg, den es gezwungen wird, abzubezahlen von der EU. Und das alles verhindert also sehr stark, dass dort die Parteien irgendeine Form von Veränderung erzeugen können. Aber auch die sozialen Bewegungen können natürlich dadurch nicht einfach so die Regierung zwingen, irgendetwas umzusetzen, selbst wenn sie extrem stark sind, weil die es gar nicht können. Sie können es gar nicht umsetzen. Und die Frage, die also tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo diese Bewegungen so groß waren, im Raum stand, eher eine, die Richtung Revolution ging. Also zu sagen, okay, wir müssen uns ganz hier aus dieser Systematik befreien, um halt hier rauszukommen, diese Sachen bezahlen zu müssen und so weiter und so fort. Oder eine, es geht halt weiter so. Also aus unterschiedlichen Gründen, dass jetzt nicht funktioniert hat, dass die Bewegung so schlagkräftig war, dass man alles selber in die Hand nehmen konnte und einfach diesen Umsturz so generieren konnte, einfach die ganzen Fabriken zu besetzen und so weiter und so fort, ist es also dann, denke ich, dann irgendwann zu einer gewissen Ernüchterung in den Massen gekommen und zu einer gewissen Müdigkeit auch, wodurch dann mit dem Aufkommen von Syriza da dann auch ein großes Vertrauen reingelegt wurde. Und das ist, denke ich, oftmals dann auch leider ein Weg, in dem soziale Bewegungen dann verfallen, dass wenn also, wie man das dann vielleicht teilweise auch jetzt bei Fridays for Future auch sieht, wenn also über Jahre hinweg auf die Straße gegangen wurde, Millionen von Menschen, Druck aufgebaut wurde auf unterschiedlichen Ebenen und dann trotzdem nichts passiert, also dann doch so eine gewisse Ernüchterung und Hoffnungslosigkeit eintritt und dann doch gesagt wird, okay, vielleicht regeln das dann doch irgendwie die Leute, die ja auch von der Straße kommen. Ja, aber für mich ist das wirklich eine Frage von Koordinierung. Und ich denke, da ist das große Stichwort, was gerne bei all diesen Fragen unter den Teppich gekehrt wird, halt Transformationsstrategie. Eine Frage, wenn wir jetzt diese sozialen Kämpfe haben und wenn das wirklich auch wie in Griechenland oder dann zur Zeit von der großen außerparlamentarischen Bewegung, wobei man da dann sicherlich auch Abstriche machen muss, was zumindest in Deutschland ja nicht so gut funktioniert hat mit der Verbindung von Arbeitskämpfen und den sonstigen Kämpfen, was sicherlich dann auch zum Niedergang geführt hat. Aber bleiben wir dann bei dem griechischen Beispiel. Ich denke, da ist wirklich dann die Frage von, wenn wir diese ganzen radikalen Kämpfe haben, wenn es halt kurz vor der Revolution steht, wie stellen wir das denn eigentlich an? Wie soll das funktionieren, dass diese Transformation funktioniert? Und wenn das dann halt eben ungeordnet in vielen verschiedenen Kämpfen läuft und man sich auch nicht zentral koordinieren kann und tatsächlich einen Plan aufstellt, wie soll das jetzt funktionieren? Dann vertraut man ja einfach auf die Spontanität dieser sozialen Kämpfe. Und ich würde sagen, das ist eben ein Vertrauen, was leider meistens dann so nicht erfüllt werden kann, sowohl von einem selber als auch von den Massenkämpfen selber. Wenn dann jemand auftritt, der entgegen von dem reinen Vertrauen darauf, dass das schon alles irgendwie so passieren wird, wenn wir alle irgendwie an unterschiedlichen Stellen unkoordiniert genug Druck aufbauen, wenn dann sich jemand hinstellt mit einem Plan, mit einem Vierjahresplan für eine Amtsperiode, das und das und das wird dann erreicht werden da drin und so wollen wir das machen, tatsächlich auch darin überzeugen kann, dass das eben in den Parlamenten so funktionieren könnte, dann wirkt das ganz anders auf die Leute und dann gibt denen das auch eine viel greifbarere Alternative. Und ich denke, genau da ist eigentlich die Lehre, die wir daraus ziehen müssen, dass wir da einfach koordinierter Pläne alle gemeinsam aufstellen müssen. Und es geht mir jetzt nicht darum, weil man kann das, glaube ich, ganz, ganz leicht falsch verstehen, dass es darum geht, dass wir irgendwie als Avantgarde-Partei einen Fünfjahresplan aufstellen und dem Zeitpunkt, schreibt das euch schon mal in den Terminkalender, wird es dann den Generalstreik geben. So und so wird der dann ablaufen. Zuerst passiert er in Jena, dann passiert er in Bremen und dann in Dortmund. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, eben diese dauerhaften Massenorganisationen aufzubauen und die dann auch föderal zu vernetzen, dass man sich da besser koordinieren kann.
Und es braucht auch eben diese ständige Agitation gegen dieses parlamentarische System in den sozialen Bewegungen. Die braucht es halt im ständigen Maße. Und die sozialen Bewegungen müssen auch immer eben diese dauerhaften Strukturen hervorbringen, die auch wirklich an den realen Lebensverhältnissen und an den realen Bedingungen etwas ändern. Nur davon, dass es irgendwie schöne Kampferfahrungen oder schöne Erlebnisse oder man erlebt halt Solidarität irgendwie so oder was auch immer. Sondern es muss auch wirklich so ein, ich muss auch was davon haben. Es muss mir wirklich zeigen, okay, das ist halt ein Weg, der mir real was bringt. Dann bin ich auch besser dagegen gefeit, zurückzuwollen in irgendwelche vermeintlich sicheren Muster des bürgerlichen Staates. Ja, und ich glaube, ihr habt dann auch schon ein bisschen rausgehört, dass diese ganze Thematik mit der revolutionären Organisation und ihrem Transformationskonzept, wie stellen wir eigentlich Pläne für eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft auf, dass das sehr zentral zu dieser ganzen Frage von, wie können wir soziale Kämpfe vor Reformismus feilen und warum ist das der große Knackpunkt häufig mit sozialen Bewegungen und ihren Weg im Parlamentarismus. Und deswegen wollen wir diesen ganzen Themenblock Transformationsstrategie dann auch gerne nochmal in einer eigenen Folge besprechen. Denn wir wollen uns ja auch heute vor allem den Grünen eben als Partei weiterhin zuwenden. Das tun wir jetzt also ganz konkret in der, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der aktuellen Situation. Was macht die grüne Politik international und national eigentlich aus? Ja, man muss ja verstehen, die Grünen sind ja nicht, auch wenn das, glaube ich, in der nationalen Erinnerung häufig so ist, sind die Grünen kein rein deutsches Phänomen. Es gibt eigentlich in vielen verschiedenen Ländern, gerade in Westeuropa, aber auch zunehmend eigentlich auf der ganzen Welt, gerade auch mit der verstärkten Thematisierung eben von Klimawandel und der Klimakrise, eine internationale grüne Bewegung. Und gerade in Westeuropa ist die natürlich auch in den eigentlich simultan stattfindenden anderen 68er oder Studentenprotesten entstanden. Und in vielen anderen Ländern kann man da auch eigentlich einen ähnlichen Gang wie in der deutschen Geschichte sehen. Deswegen findet man auch eigentlich viele Programmpunkte, die sich da ähneln, weil auch in vielen Ländern anderswo ist es eben auch aus der Frauenbewegung, aus der Ökologiebewegung und aus ja den verschiedenen sozialistischen Spielarten, die es zu der Zeit gab, dann entstanden. Und das hat dann natürlich auch eben die vielen wichtigen Programmpunkte ausgemacht. Einmal jetzt so ein, ja, wie soll man das sagen, ein soziales Feld, was recht deckungsgleich eigentlich mit Forderungen in der modernen Sozialdemokratie ist, also leichte Verbesserungen innerhalb des Systems. Eine im Vergleich zu den anderen Parteien starke Thematisierung von ökologischen Fragen, wobei es wirklich eine Fehldarstellung ist, wie die Grünen sich dann gerne selber darstellen, dass sie die einzigen sind, die irgendwie diese Themen ansprechen oder sie besonders radikal ansprechen oder verändern, wie wir auch schon in der Geschichtsfrage gesehen haben. Und dann gleichzeitig noch eine vergleichsweise progressive Haltung zu Fragen von feministischen, antirassistischen und queeren Kämpfen. Und ich glaube, wenn man das noch auf so eine moralische Ebene heben möchte, dann spiegelt, glaube ich, für viele das, was die Grünen ausmacht, eigentlich so die Geisteshaltung modernen, urbanen Mittelstands aus. Häufig wird ja auch in den Werbebotschaften, die so übertragen werden und in dem, wie grüne Politiker sich darstellen, eben genau das beschworen, so ein für ein weltoffenes Deutschland, ein weltoffenes Europa einstehenden, um die Umwelt bemühten und auch um seine eigene Ethik sich viel Gedanken machendes, Metropolis, international denkendes Weltbürgertum. Ja. Also es ist ja eigentlich immer so, dass die Parteien, die dann längere Zeit an der Macht sind, auch so ein bisschen verkalken und da drin halt so total aufgehen und im Allgemeinen sehen Parteien und ihre Führer jetzt nicht großartig, was im Land passiert oder schämen sich da wenig drum. Sie verlieren also trotzdem noch weiter den Kontakt zu der Realität eigentlich und die Grünen waren ja jetzt doch eine längere Zeit gar nicht mehr an der Macht. Sie haben also auch die Möglichkeit gehabt, abseits von dieser Machtstellung bis auf die Landesparlamente teilweise, haben sie also die Möglichkeit gehabt, schon so eine Form von Realopposition zu dem Ganzen halt darzustellen, auch wenn sie das eigentlich real nur sehr bedingt sind. Meinst du Fundi-Position oder was? Nö, also einfach, dass sie eben dieses so, okay, die machen den Klimaschutz nicht richtig, die machen die Sozialpolitik nicht richtig, also eher auf so einem parlamentarischen Spiellevel, ne? Mhm. Also dass da sie in der Lage sind, als klassische Oppositionspartei. Als klassische und auch als, wenn man jetzt so nach einer linken Alternative sucht, für eben speziell so, wenn man aus dem Mittelstand kommt und jetzt darin so die Hoffnung sieht, dass man auch wirklich den Eindruck hat, okay, da kann halt was passieren und so. Das haben sie, denke ich, weitestgehend geschafft. Bis auf, dass sie natürlich
immer wieder sehr wirre Ausflüge zeitigen, wo dann einzelne Leute irgendwelche völlig wahnhaften Vorstellungen vorliegen, wie jetzt den Veggie-Sonntag oder so, ja, in irgendwelchen Kantinen. Das ist ja weiterhin auch eine Rolle, wo dann immer wieder solche Sachen passieren, wo man ja auch darin sieht, dass auch in dieser Partei weiterhin ein gewisser Teil an Leuten vor sich hin existiert, der jetzt nicht so berufspolitikermäßig oder so da ist. Stimmt ihm auf jeden Fall zu, dass das sicherlich dann auch einfach an einigen etwas schwierigen Persönlichkeiten hängt. Aber ich glaube, zum Teil ist das auch eine Strategie, um halt im Gespräch zu bleiben. Hm. Ich glaube, es gibt halt ein bestimmtes Klientel von grünem Mittelstand, der dann halt auch auf diese Verbotsvorschläge, Benzinpreiserhöhung abfährt, weil sie einfach selber dann in Münster nicht aufs Auto, sondern aufs Lastenrad nur angewiesen sind und sich deswegen dann darüber freuen können und gleichzeitig man dann auch einfach hofft, dass rechte Akteure, AfD, CDU, dann halt auf eine sehr konservative Art und Weise dann auch darauf reagieren und man sich darüber dann wieder echauffieren kann. Ja, und ich glaube, in dieser Position merkt man dann auch einfach, dass das, was die Grünen dann für eben diesen Mittelstand auch darstellen, ja so eine Art grünes Gewissen des Kapitalismus eigentlich sind. Ja. Sie sind so in etwa ein wenig das Beruhigungsmittel für diese Leute, die sich dann Sorgen eben um Klimakrise, um die ganzen Unzulänglichkeiten und auch die ganzen Scheußlichkeiten des Kapitalismus dann eben Sorgen machen, wo die Grünen dann dem Ganzen entgegenwirken können und eigentlich so das schlechte Gewissen dieses Mittelstandes dann so ein bisschen beruhigen können, da man ja weiß, dass immerhin ein paar gute Leute, die sich genauso wie man selber Sorgen darum macht, dann auch dort in den Parlamenten sitzen. Das haben wir auch schon in unserer vorangegangenen Folge, wo wir allgemein über den Parlamentarismus gesprochen haben, auch schon angeteasert, die ihr übrigens gerne nochmal hören könnt, wenn ihr allgemein nochmal unseren Standpunkt zum Parlamentarismus hören wollt, unsere Kritik daran. Die Grünen bieten also eine Form von krassem Klimaschutz von oben an. Es ist die Frage, ob sie das so umsetzen werden, wenn sie an der Macht sind. Das steht nochmal auf einem völlig anderen Blatt. Glaube ich nämlich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, einfach weil bestimmte Sachen nicht realistisch sind, die sind nicht mit dem Kapital vertretbar, da wird das Kapital nicht mitspielen und das wird dann auch nicht passieren. Gewisse Sachen werden halt auch umgesetzt werden. Das werden aber überwiegend Sachen sein, die nicht aktiv in die Pläne des Kapitals eingreifen, sondern probieren, diesen Klimaschutz zu erreichen über den Weg, dass vor allen Dingen wir einfache Lohnabhängige belastet werden. Über irgendwelche höheren Steuergeschichten, über irgendwelche Benzingeschichten, was ja auch gerade im Gespräch ist. Und das sind also dann Sachen, wo wir einfache Lohnabhängige dann die Zeche zahlen müssen für das, was letztendlich die Konzerne und die Herrschenden um uns herum zerstören. Und dafür sprechen die Grünen sehr klar und das wird genau die Politik von oben sein, gegen die wir auch kämpfen müssen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir also nicht als soziale Bewegung dann hingehen und sagen, nein, wir wollen diese Art von vermeintlichen Klimaschutz, der nur von oben über Regularien, über Gesetze, über was auch immer, wo dann halt nur wir einfach Lohnabhängige von betroffen sind, das müssen wir abwehren, weil sonst wird die grüne Politik eben die Verhältnisse in Deutschland sehr stark nach rechts treiben. Was ja auch schon aktiv in anderen Ländern passiert ist. Man kann es ja auch schon sehen und da würde ich auch sagen, da kann man auch schon sehen, wie wir als Klasse dagegen kämpfen. Einfach nur als Beispiel in Frankreich mit den Benzinpreiserhöhungen und den Gelbwesten-Protesten. Da hat es Gott sei Dank funktioniert, dass diese Proteste stark von links eben beeinflusst wurden und auch in den allermeisten Städten dann ja eine klassenbewusste und sozialistische Alternative bedeutet haben. Aber das ist nicht eine Zwangsläufigkeit. Und gerade in Deutschland, auch mit teilweise den schwierigen Positionen, die Linksradikale hier zu solchen sozialen Bewegungen haben, was wäre denn, wenn es auf einmal eine massive Erhöhung von Benzin- und Dieselpreisen von den Grünen in einer Regierung geben wird, dann wird ja ganz sicher auch hier eine soziale Bewegung dagegen entstehen. Ja. Und mit dem, wie lange schon AfD und andere rechte Akteure hier eigentlich dagegen wettermachen und wie wenig, oder ich will es jetzt nicht so absolut sagen, aber wie es teilweise auch schwierig hier mit klassenbewussten Klimabewegungen manchmal sein kann, zumindest in Bezug auf so soziale Bewegungen, dann möchte ich mir nicht ausmalen, was das auch für Deutschland eben bedeuten könnte. Und für uns muss das also ganz klar bedeuten, diese Form von grünen Kapitalismus, den also die Grünen vorschwebt, zu entlarven. Dem müssen wir einen freiheitlichen grünen Sozialismus entgegenstellen. Und das muss unsere absolute Kampflosung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eigentlich sein. Diese ganze Frage um den Klimawandel, diese ganze Frage um die Grünen, das wird uns jetzt die nächsten Jahre ganz zentral beschäftigen. Und wenn wir es also nicht schaffen,
Und wir haben die Chance, das in diesem Fall zu schaffen, weil die sozialen Bewegungen, was die Klimafrage angeht, recht stark sind. Aber wenn wir uns nicht schaffen, einen ganz klar antikapitalistischen Kurs zu wahren, der eben diesen Weg über das Parlament, über die Grünen, über diesen Druck von oben, über die Verteuerung von oben für uns einfach Lohnabhängige abwehrt, dann sehen wir ganz schön alt aus. Nein, ich glaube, was man bei dem Ganzen nicht vergessen darf, auch bei der Frage von grünem Kapitalismus, dass das nicht einfach nur eine Sache ist, die die Leute machen, so wie es da manchmal von der AfD dargestellt wird, dass sie es entgegen der Interessen Deutschlands machen und dass sie es einfach nur machen, um den einfachen Deutschen zu bestrafen, weil, was weiß ich, Maus, Kulturrevolution oder irgendwie sowas, sondern das hat ja tatsächlich eigentlich den Hintergrund, dass sie eben den deutschen Wirtschaftsstandort auch damit stärken wollen. Und modernisieren. Und modernisieren wollen, genau. Weil es ist ja auf allen Ebenen eigentlich so, dass auch grüne Politik zu einem gewissen Grad wichtig ist, um konkurrenzfähig zu bleiben. Weil es ist einfach so, neben dem Klimawandel, der natürlich auch für die Kapitalfraktion seine verschiedenen Probleme mit sich bringt, obwohl sie ihn selber erzeugen, ist es ja auch einfach so, dass wir mit Ressourcenschwund, gerade in Bezug auf Benzin- und dieselbetriebene Autos, einfach ein Problem haben und es deswegen zwangsläufig, wenn wir weiterhin eine starke Automobilindustrie und eine weiterhin eine starke Wirtschaft haben wollen, die durch Sachen wie Just-in-Time-Anlieferungen dann auch auf LKWs und Automobilverkehr setzen will, dann brauchen wir eben auch eine starke Industrie, die E-Autos weiter produziert. Damit Deutschland auch weiterhin seine Autos eben in die Welt exportieren kann, braucht es eben auch da eine Modernisierung. Ist also die Frage, was dann grüner Kapitalismus konkret bedeuten würde. Eigentlich würde alles so weiterlaufen wie bisher. Die Ausbeutungsverhältnisse, die Verhältnisse, dass sehr wenige sehr viel haben und die allermeisten sehr wenig haben und dann arbeiten müssen, um überleben zu können, die würden ja genauso aufrechterhalten werden. An den Eigentumsverhältnissen würde ja nichts gerüttelt werden. Es würde einfach nur eine Modernisierung letztendlich des Kapitalismus, wie du das auch schon angeschnitten hast, passieren. Und alles, was wir halt kennen, würde im weitesten Sinne also einfach ersetzt werden durch grüne Formen des Wirtschaftens. Also es würde dann eben viele E-Autos geben, es würde viel regenerative Energie geben, es würde vielleicht effizientere Formen in der ökologischen Hinsicht des Wirtschaftens geben. Im Endeffekt ist es einfach kapitalistische Barbarei, nur halt CO2-neutral. Ja. Kurz gesagt. Und vor allen Dingen den Großteil der krassen Ausbeutung, die wäre natürlich weiterhin ausgelagert in sogenannte dritte Weltländer und die würde da weiterhin genauso praktizieren und natürlich auch würde hier weiterhin der Niedriglohnsektor weiter eskalieren. Ja, mit der Vorstellung auch, wie es dann wahrscheinlich hier zumindest in der BRD ablaufen wird, wird das ja auch, wenn vielleicht man dann selbst international auch dafür sorgt, dass jetzt irgendwie CO2-intensive Industrie- und Energiegewinnung auch in anderen Ländern abgeschafft wird, dann wird ja aber zumindest, wenn man jetzt im Beispiel da auf E-Autos weiterhin hier setzen wird, und das ist ja auch gerade eigentlich die politische Schlagrichtung, die im Großteil der grünen Fraktion so vertreten wird und dann allen voran natürlich auch in einem Land, was für die Automobilindustrie sehr wichtig ist, in Baden-Württemberg, da kann man es ja eigentlich am besten sehen. Wo die Grünen auch an der Macht sind, schon eigentlich. Genau. Wird das natürlich auch dann einfach zur Umweltzerstörung eben in Ländern des globalen Südens führen. Man muss sich ja einfach nur mal ein bisschen die Ökobilanz von der Batterieproduktion für E-Autos angucken und da die Abbaubedingungen dann in lateinamerikanischen Ländern. Also dieser Wirtschaftswachstum wird halt so weiter passieren und er wird auch weiterhin sowohl auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden als auch auf dem Rücken der Umwelt im globalen Süden ausgetragen werden. Wenn man jetzt nur noch mal diesen Bereich von wie Energie dann halt in einem grünen Sinne gewonnen werden kann, das ist ja nicht gleich in jeder Hinsicht ökologisch vertretbar oder in jeder Hinsicht für die Menschen super oder so oder für die Tierwelt. Das ist ja dann oft auch einfach nur eine Form von, okay, es geht dann halt darum, CO2 einzusparen und alles andere ist halt letztendlich egal. Dann hauen wir halt einfach ohne Absprache den Leuten halt 1000 Windräder vor die Fresse oder so an irgendwelchen Orten, wo es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, wo man es vielleicht anders besser machen könnte oder... Also es bleibt ja einfach weiterhin diese Situation von... Sie entscheiden über uns. Wir haben keinen Einfluss darauf, was vor unserer Haustür passiert, was mit unseren Wäldern, mit unseren Ländereien, mit unserer Wirtschaft, mit all dem passiert. Und sie entscheiden über uns und sie werden das eben dann, selbst wenn sie ein paar Stellschrauben verändern, werden sie das ja weiterhin dann so entscheiden, dass dann vielleicht der CO2-Aspekt ein bisschen in den Hintergrund gerät, aber andere ökologische Aspekte werden dann ja genauso wenig eine Rolle spielen, weil das einfach dann weiterhin kein Interesse von der Kapitalseite halt her hat. Aber ein starkes Argument haben sie ja doch für das Ganze. Und auch ein starkes Argument,
was immer und immer lauter halt, wenn man in Gespräch mit Leuten aus den sozialen Bewegungen kommt, wenn man mit ForscherInnen zu dem Thema spricht, wenn man generell mit den Leuten spricht, die sich stark mit der Klimakrise und dem Klimawandel auseinandersetzen. Und das ist nämlich das Argument, gut, all das geschenkt, ihr habt recht, das stimmt. Die Grünen werden nicht das Heil der Menschheit bedeuten. Aber sie sind der einzige Weg, wie wir jetzt noch die Klimakrise aufhalten können, denn CO2-Neutralität bei all diesen schlimmen Sachen ist jetzt das, was eigentlich den Untergang von der Menschheit noch verhindern kann. Da würde ich eben sagen, der einzigste Weg, CO2-Neutralität wirklich zu erreichen oder auch zeitnah zu erreichen, ist der Sturz des Kapitalismus. Der Sturz dieses Systems, welches uns in diese Misere gebracht hat. Nur dieses System konnte es überhaupt so weit bringen, unsere gesamte Lebensgrundlage zu vernichten, all dieses Leid zu verursachen und die Situation zu verursachen, auf die wir uns jetzt zubewegen. Dem müssen wir also einen grünen, freiheitlichen Sozialismus entgegenstellen. Und da wäre also die Frage, was ist denn dann unsere Alternative, wo wir sagen, wenn wir als Klasse gut organisiert wären und in der Lage wären, diesen grünen Sozialismus umzusetzen, wie würde das denn aussehen? Ja, ich denke, gerade davor ist es noch einmal wichtig zu sagen, gerade auch, weil die Frage so lebensentscheidend ist und weil wir gerade wirklich vor tatsächlich einem vielleicht nicht direkt apokalyptischen Szenario, aber doch einem Szenario stehen, in dem wirklich ein guter Teil der Erde unbewohnbar sein wird, in dem unfassbar viel Umwelt zerstört werden wird, Menschen verhungern werden und die Erde wirklich zu einem deutlich, deutlich schlimmeren Ort werden würde. Gerade da sollten wir auch mit Hinblick auf die frühere Geschichte, auf das, was uns Regierungsbeteiligung der Grünen gezeigt hat, was tatsächlich passieren wird. Es wird wahrscheinlich nicht zu einem CO2-neutralen grünen Kapitalismus so schnell kommen, vielleicht irgendwann, wer weiß. Wir dürfen nicht darauf vertrauen. Genau, wir dürfen nicht darauf vertrauen, weil dafür ist das, womit wir gerade spielen, nämlich unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen und das Überleben der Erde, einfach ein viel zu großer Einsatz, als dass wir auf solche Konzepte setzen können, die halt in der Vergangenheit sich als Farce erwiesen haben. Deswegen selber machen und grünen Sozialismus schaffen. Was ist das? Ja, im Endeffekt haben wir die Frage ja schon mehrfach in verschiedensten Folgen angeschnitten. Und wir werden jetzt nicht nochmal in der Tiefe auf unsere Vorstellung von einer anarchistischen, sozialistischen Gesellschaft eingehen, weil da gibt's natürlich auch die Folge zum Anarchokommunismus, die ihr euch da gerne anhören könnt. Aber im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, dass ja auch einfach schon ganz rational, wenn wir eben die Kontrolle über die Produktion hätten, wenn wir die Kontrolle über die Nutzung unserer Umwelt, wenn wir die Kontrolle über die Frage, wollen wir jetzt so oder so Energie gewinnen? Wollen wir jetzt tatsächlich den und den Naturraum zerstören? Wenn diese ganzen Fragen in unseren Händen liegen würden und wenn wir darüber bestimmen könnten, dann würden wir natürlich einen anderen Weg wählen. Weil das alles, was jetzt passiert, das passiert ja nicht in unserem Interesse. Da kann man ja wirklich gerade bei der Klimakrise jede Person auf der Straße fragen. Sondern diese ganzen Sachen passieren nur, weil es im Interesse der Kapitalfraktion, weil es im Interesse der Investoren in die großen Konzerne, weil es im Interesse der Gewinnmaximierung, von der weiterhin bestehenden Wettbewerbsfähigkeit, sowohl des deutschen als auch des französischen, als auch egal welchen Staates steht. Wenn man sich das vor Augen führt und wenn man das so sieht, dann sieht man auch, warum der einzige Ausweg sein kann, nicht nur basisdemokratische Kontrolle um irgendwelche Fragen, bauen wir jetzt den Fahrradweg oder machen wir jetzt einen Ausbau von der Straße, sondern ganz zentral eine basisdemokratische Kontrolle über alle Sphären unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und da auch ganz wichtig über das wirtschaftliche Leben. Ja, du sagst es, das ist einfach die Selbstverwaltung der ArbeiterInnenschaft, dass also alle Bereiche in unseren Händen liegen und das ist für uns eben der Sozialismus. Es ist der Begriff, den der beschreibt, der unsere Traditionslinie ist und der auch schon immer für unsere Rechte, für auch die ökologische Frage gekämpft hat. Und vor allen Dingen gibt uns diese Frage auch ein Ziel, eben innerhalb der Klimabewegung. Wir müssen eine Alternative anbieten. Wir können nicht einfach nur sagen, okay, der Kapitalismus ist doof. Ja. Wir können nicht einfach nur sagen, ah, die Grünen werden es nicht richten, sondern wir müssen doch eine Alternative den Menschen anbieten. Die müssen wir auch entwerfen, die müssen wir skizzieren, da müssen wir konkrete Antworten bieten können. Die Selbstverwaltung ist diese Antwort. Diese Abgrenzung gegenüber dem autoritären Sozialismus ist natürlich auch zentral. Wenn wir jetzt also einfach um die Ecke kommen und sagen, wir wollen halt irgendwie sowas wie DDR oder so, einmal
haben all diese Gesellschaftsversuche, die aus einer autoritär-sozialistischen Perspektive kamen, auch gezeigt, dass sie oftmals überhaupt nicht daran interessiert waren in der ökologischen Frage, sondern ging es dann auch nur darum, irgendwie den sogenannten Kriegskommunismus aufrechtzuerhalten, Wettrüsten gegen irgendwelche imperialistische Länder oder so. Und auf der anderen Seite ist das ja auch eine Perspektive, die uns weder zur befreiten Gesellschaft führen wird, noch die irgendeinen großen Anklang in den Massen finden wird. Gerade was also die Kritik natürlich von der Rechten vor allen Dingen halt praktiziert wird, dass eben gesagt wird, ja, das ist ja dieser, die Grünen sind ja eigentlich nur dieser Bolschewismus, diese Diktatur von oben, die hat uns irgendwie diese ökologischen Fragen aufoktroyiert. Nein, wir müssen doch selber die Selbstverwaltung, wir müssen doch selber das Bewusstsein innerhalb der Massen aufrechterhalten, dass wir also die ökologische Frage in den Vordergrund stellen und diese Selbstverwaltung erreichen. Und dann haben wir auch eine Chance, die Interessen von uns allen zu verwirklichen. Ja, und ich hoffe, wir konnten jetzt auch ganz gut darstellen, was eigentlich dieser grüne Sozialismus für uns bedeuten würde. Wie gesagt, wir werden nochmal in der Tiefe drauf eingehen, weil das jetzt schon angeklungen ist, dass gerade dieser Plan und eine tatsächliche Alternative dort anzubieten so zentral ist, werden wir dann auch einfach nochmal in einer Folge zu eben solchen Transformationskonzepten besprechen. Aber jetzt bleibt es uns halt wichtig zu sagen, dass eben egal wie auswegslos gerade die Lage in den sozialen Bewegungen oder auch die allgemeine weltpolitische Lage scheinen mag, dass eben das Heil nicht in den Parlamenten stecken wird, sondern dass da eigentlich der ganze Grund für dieses Übel raus entsteht. Dass wir deswegen eben auch nicht die Grünen am 26.09. wählen werden, auch keine andere Partei, sondern dass unsere Wahl auf den grünen Sozialismus fallen wird. Die Folge wird ja am 19. September erscheinen und am 24.09. wird ja Fridays for Future eine große Mobilisierung machen, die sich natürlich oft sehr direkt, manchmal auch eher indirekt im Kontext dieser Wahl abspielt. Ich auch wirklich das Gefühl habe und das sehr deutlich auch von den Propagandamaterialien, die Fridays for Future herausbringt. Bei den vergangenen Wahlen war es noch häufiger so, dass es auch oft zu so einer Klimawahl und so weiter aufgerufen wurde, aber es ist viel mehr im Fokus, noch viel stärker als die vergangenen Male und es ist sehr viel auf dieses geht wählen, wählen, gehen, wählen, 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 wählen. Und das finde ich leider einfach, wie wir das ja dargestellt haben, wirklich die falsche Perspektive und sehr gefährlich, weil Fridays for Future natürlich den größeren Teil der Klimabewegung auch von der Mobilisierung auf der Straße speziell in Städten halt ausmacht. Und deshalb müssen wir unsere Losungen und unsere Perspektive am 24.09. sehr, sehr deutlich und gut organisiert zusammen auf die Straße bringen. Nicht zu sagen, ihr seid irgendwie doof, eure Perspektive ist nicht irgendwie arrogant daherzukommen, wir haben jetzt hier den Durchblick als Revolutionärinnen, sondern als ein Teil dieser Kämpfe probieren zu überzeugen mit unseren Losungen, probieren die Menschen zu begeistern mit unseren Losungen und eben diese Perspektive, die wir beschrieben haben, zu stärken. Ja, und in dem Sinne würden wir auch für heute schließen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir nochmal tiefergehend jetzt auf eine spezielle Partei, auf ein Phänomen vom Parlamentarismus jetzt endlich eingegangen sind. Die nächste Folge erscheint dann am Wahltag. Wird sich diesmal aber dann tatsächlich mal nicht einfach nur um die Wahl drehen. Genau, also für uns ist das Thema jetzt mit diesen beiden Folgen auch erledigt und wir kümmern uns wieder um die anderen Dinge. Die wichtigen Dinge. Ja, und an der Folge des Wahltags selber werden wir uns dann natürlich auch einem gerade in Deutschland sehr wichtigen Wahlthema widmen. Und zwar der ganzen Frage um Mobilität und da vor allem natürlich auch um E-Autos. Weil, wie wir gerade schon mehrfach angesprochen haben, ist das ja auch eins der Themen, die die Grünen immer wieder behandelt haben und worüber sie sich auch verkauft haben. Und in der Folge wollen wir dann auch der ganzen Frage auf den Grund gehen. Was hat es denn eigentlich mit der Mobilität auf sich und sind E-Autos da eigentlich die richtige Perspektive? Aber das werden wir sehr unabhängig von dem ganzen Wahlzirkus natürlich behandeln, sondern einfach eher allgemein unsere Sichtweise und die Geschichte des Automobils ein wenig beleuchten, ja, und all diese spannenden Themen. So, jetzt aber genug Abschlussworte und in dem Sinne sehen wir uns dann am Wahltag wieder. Glück auf.